Willkommen zu einem LuckyTV Final Fantasy 14 Online Tutorial. Und zwar möchte ich eigentlich heute sagen, wie man die ganzen HUD-Elemente, das waren die da zum Beispiel oder der Text, die Minikarten, also das alles sind HUD-Elemente und die kann man sich individuell, wie es einem persönlich am besten gefällt, kann man sich die einrichten. Und das darf ich eigentlich heute mal gern sagen. Großer Vorteil, den man sich verschaffen kann, das ist natürlich, wenn man Tastatur und Maus hat. Für das, was wir halt machen, braucht man eigentlich nur die Maus. Und zwar fangen wir an, die Größe zu ändern von den HUD-Elementen. Und da macht man Folgendes. Ich kann es auch nur auf der PS4 erklären. Am PC wird es natürlich viel einfacher sein oder andere Menüfolgen geben, was man drücken muss, Escape und so. Aber wir drücken die Optionstaste, gehen auf System. Ich habe mir das da alles aufgeschrieben. Startoption und dann gehen wir auf Systemeinstellungen oder Systemkonfiguration und dann geht man da auf Anzeige. Jetzt kann man sich eben da einstellen. Das ist glaube ich eh klar. Standard HD oder Full HD. Und dann sieht man da die Größen. Das geht von 60 bis 140% kann man sich das einstellen. Das ist dann wirklich wie das jeder für sich selber haben will. Wir wählen jetzt mal 60% aus und gehen dann auf Anwenden. Dann fragt er, ob ich das wirklich will. Dann sage ich ja. Und dann sieht man, es ist alles klein. Viel kleiner wie zuvor. Sogar Inventaranzeige. Der Chat ist natürlich nicht verändert. Den kann man, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, da verändern, wie klein man den haben will. Also das ist eine Geschmackssache. Ich glaube so war er ungefähr. Ja, da hat man schon Übersicht. Das kann man natürlich wieder ändern, indem ich da auf 140 gehe, anwenden und auf alle. Dann hat man es natürlich riesig groß. Ich habe mich dafür entschieden, dass wir es auf 90 machen. Oder halt für mein Gameplay. Und so ändert man die HUD-Elemente in ihren Größen. Jetzt sagt sich vielleicht der eine oder andere, ich will es individuell machen. Für jedes HUD-Element die eigene Größe, zu dem kommen wir noch. Und zwar, wir wollen die Änderungen verwerfen. Normalerweise, wenn man das macht, tut man natürlich speichern. Es gibt natürlich Kommandomenüs, das ist ein Kommandomenü hier unten. Und da gibt es mehrere davon. Und wenn man sich die einblendet, das zeige ich jetzt auch noch. Und zwar geht man wieder auf Start, auf System, Charakterkonfiguration und dann auf Kommandomenü Einstellungen. Und dann sieht man die ganzen Kommandomenüs, was man sich einstellen kann. Da oben noch zur Anzeige leere Sockel durchsichtig machen. Da sieht man jetzt links und rechts, dass die durchsichtig sein. Wieder eine persönliche Entscheidung, wie man das macht. Die Setnummern anzeigen, da sieht man bei links und rechts wieder, da verschwindet jetzt der 7er und der 8er. Verschwinden. Und da kann man sich ja ein bisschen spielen. Helferkommandomenü anzeigen. Wenn man einen Helfer hat, wie beim Beschwörer zum Beispiel, dann kann man sich das Menü anzeigen lassen. Und dann kann man eben hergehen und sagen, ma, das Zwarer, das ist super, das mag ich haben, das mag ich haben, das mag ich haben, das und das. Und so kann man sich das dann einrichten, wie man das braucht. Jetzt machen wir das einmal einfach so. Man kann ja noch die vertikale Anordnung, man sieht es jetzt da, kann man sich natürlich auch herrichten, wie man will. Wir lassen das jetzt mal alles rein. Und jetzt hat man da einen Bildschirm, wo das alles einfach so, wie es im Layout jetzt vorgefertigt ist, hat man das halt einfach so im Bild stehen. Ist relativ störend. Und wenn man das noch einstellt und die individuelle Größe für jedes Menü, das zeige ich jetzt auch noch. Und zwar geht man auf System, Layout, und dann sieht man alle Kommandomenüs, was es gibt. Das kann man da mit dem Controller natürlich, kann man das separat ansteuern, welches gerade aktiv zur Bearbeitung sein muss. Wir haben jetzt zum Beispiel das Kommandomenü 1, habe jetzt mit X ausgewählt. Genau, machen wir das als erstes. Und natürlich kann ich jetzt jedes Kommandomenü beliebig verschieben, wie ich das haben will. Das kann man wirklich mit jedem machen. Und da ist auch wieder jeder für sich selber
wie es für einen übersichtlich ist. Wer erwähnt, jetzt habe ich es mit der Maus angewählt. Mit dem Controller, wenn man nur einen Controller hat, kann man es natürlich auch über das anwählen. Jetzt ist es 7 aktiv, jetzt kann ich das bearbeiten, jetzt ist 5er, bla 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 und so weiter. Wir wollen aber die Größe ändern von jedem. Das geht wie folgt auf der PlayStation 4. Man wählt ein Kommandomenü aus, wir haben jetzt das 2er ausgewählt und drücke den rechten Stick nach unten. Und dann sieht man schon unten links im Chatfenster, auf welche Größe es geändert wurde. Wie wir wissen, gibt es 60, 80, 90, 100, 110, 120 und 140 ist das Größte. So kann sich das jeder für sich selber einstellen, dass er gut genug aufs Spielgeschehen sieht und auch die Kommandomenüs und sonstiges nicht stören. Natürlich kann man das auch mit der Minikarte machen. Kann man auch verschiedene Größen machen, wie einem das eben gefällt und wie das für übersichtlich haltet. So, das war das Tutorial, wie man die HUD-Elemente für sich selber einstellen kann. Wir verwerfen das jetzt wieder. Und natürlich kann man das auch... ich bin selber noch nicht ganz sicher in dem. Ich habe mir das deswegen ja aufgeschrieben. Ah, das war die Größe, okay. Und bei Charakterinformationen, da unten Kommandomenü-Einstellungen, kann man sich den natürlich alle wieder abwählen, was man nicht haben will. 7, 8 Plasma und anwenden. Und dann hat man wieder das so wie vorher, wie man es will. Ja, ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich weiß, dass sehr viele Anfänger bei Final Fantasy das nicht wissen und sich denken, ja, ich hätte jetzt aber schon gerne noch ein Kommandomenü dazu, weil man kriegt immer mehr Fertigkeiten und Spezialeffekte. Und so stellt man sich das ein. Dann darf ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch helfen können und wir sehen uns beim nächsten Tutorial.